Mit Tango, Walzer oder Disco Fox konnte man hier keinen Blumentopf gewinnen. Bei diesem Tanzturnier ganz weit vorne, wer sich schick hässlich bewegte und die meisten Buhrufe dabei kassierte. Es ist mein Talent, hässlich zu tanzen. Ich kann nicht anders. Es gibt einfach zu viele gute Hässlich-Tänzer da draußen, als dass es nicht auch einen Weltmeister dafür geben sollte. 30 Gruppen haben sich mit solchen Videos beworben, um sich im Hässlich-Tanzen zu messen. Als hässlich genug befunden von Flo und Christian. Zum zweiten Mal suchen sie die besten Hässlich-Tänzer. Die Idee? Einer Bierlaune entsprungen. Talent sehen sie auch in diesen Jungs aus dem niedersächsischen Örtchen Steinfeld. Unverschämt hässlich. Und er ist mein absoluter Favorit. Ach, hier, guck mal, da ist er wieder. Immer dieser gleiche Move, ey. Die haben einen Tanzmove, der heißt der Shy Dance. Und das kaum eine Bewegung drin. Also er steht einfach irgendwie so da und bewegt sich ganz langsam und unangenehm für mich, für meine Augen, nach vorne, hinter so einem überdimensionalen Gummibär. Ugly Move nennt man sowas. Die Tänzer äußerst kreativ, was jene hässlichen Bewegungen angeht. Der Special Ugly Homo Move. Die Kreation dieser drei Aachener. Culo Magnetico, der magnetische Arsch. So tanzt man hässlich in Luxemburg. Der Fensterputz ist auch sehr beliebt. Der da. Ugly Hausfrauen-Move aus München. Das Pferd, auf Schweizerdeutsch, das Ross. Wer hat's erfunden? Die Schweizer natürlich. Tanzen! Im Finale Köln gegen Steinfeld. Dass sich die Jungs vorm Rhein nackig machten, hat nichts genützt. Die Niedersachsen mit ihrem Shy Dance kürte das Publikum in diesem Jahr zu den weltbesten Hässlichtänzern.